Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über das Lego Kaffee Corner 10182 von 2007. Ihr seht es hier schon stehen in seiner ganzen Pracht und wir wollen uns in den nächsten paar Minuten mal das Set genauer anschauen und mal rausfinden, warum es so interessant, so besonders ist und auch warum es inzwischen so teuer geworden ist und warum es vielleicht nach wie vor eins der interessantesten Lego Sets ist, zumindest wenn es um die Modular-Serie geht. Gut, also zunächst mal die harten Fakten zu dem Modell. Das Modell ist ungefähr 40 cm hoch, wie ihr es hier stehen seht. Es steht auf einer 32x32er. Stimmt gar nicht. Falsch, es steht nicht auf einer. Es steht auf zwei grünen 16x32 Noppen Grundplatten. Und da sind wir auch schon beim ersten, was das Set besonders macht, weil eigentlich ist das unnötig. Das hat man damals so gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich hat es was mit Geld zu tun. Aber was das ausmacht, dass das auf zwei einzelnen Platten steht, anstatt auf einer, schauen wir uns auch gleich noch an. Also, zunächst mal, das Set kam raus, hat ungefähr 150 Euro gekostet. Mittlerweile ist der Preis ein bisschen hochgegangen. Wenn man das Set haben möchte, ungeöffnet in seiner Originalverpackung, dann kann man ein paar tausend Euro hinlegen. Ich habe heute mal geschaut, es ging erst wieder eins weg auf eBay für knapp 2000. Das ist natürlich astronomisch. Wer das braucht, braucht es wahrscheinlich nur, weil er es sammelt oder weil er damit spekuliert. Ich habe das Set mir zusammengestellt aus einem unvollständigen Set und habe Teile dazu gekauft, habe aber darauf geachtet, dass es Originalsteine sind und nicht irgendwelche anderen Steinvarianten, sondern tatsächlich die Steine, die da dabei waren, als es 2007 rauskam. Da sind wir nämlich auch schon bei dem Punkt, warum es so teuer wird, weil eben diese, genau diese Steinvarianten nicht mehr alle verfügbar sind, beziehungsweise inzwischen eben so selten geworden sind, dass sie teuer, auch sehr teuer sind. So, also ursprünglich hat es 150 Euro gekostet. Jetzt kann man, wenn man Glück hat, es vielleicht so für 500, 600 kriegen, im guten Zustand. Wie gesagt, wer es braucht, darf auch gerne ein paar tausend Euro dafür hinlegen, dass es in der Originalbox hat. So. Es sind ungefähr 2,5 Kilo Lego-Steine. Das ist jetzt nicht brachial viel. Laut Bricklink sind es 2044 Teile. Lego gibt die Teile an mit 2056 bzw. 2058 auf den Verpackungen. Es gab da mal einen Aufkleber, der die Teileanzahl dann korrigiert hat in der zweiten oder auf der zweiten Packungsvariante. Das Set hat zwei Anleitungen, zwei Booklets, was es ideal macht, um es mit jemandem zusammen aufzubauen. Das finde ich immer prima, dass man Sets zu zweit aufbauen kann. Ich baue das immer sehr gerne mit meiner Frau auf, so ein Set. Moderne Sets haben oft nur ein dickes Buch mit ganz vielen Seiten. Das ist ein bisschen blöd. Man kann natürlich die PDFs sich runterladen bei Lego und kann die Sets so auch zu zweit bauen. Das hat aber speziell hier bei dem Kaffee Corner gibt es ein kleines Problem. Ich habe das erste Mal nachgebaut mit der Anleitung von Lego, von der Website, mit dem PDF. Und es ist einfach nur grottig schlecht. Ja, also da kann man gerade hier bei dem mittleren Stockwerk, gibt es ganz viele dunkle Teile. Braun, Dark Blue, nicht Dark Blue, Gray, Reddish Brown und Dark Red. Und die beiden Farben sind ganz, ganz schwer zu unterscheiden. In diesem grottig schlechten PDF. Ich habe keine Ahnung, warum Lego dermaßen schlechte PDFs online stellt. Das wirkt so ein bisschen, als hätten sie es einfach nur von einer ihrer ausgedruckten Anleitungen mal nebenher so gescannt. Das ist echt Panne, gerade eben, weil sie wissen, wie beliebt das Set ist und dass die Originalanleitung eben locker mal ordentlich ins Geld gehen kann. Also ich habe die Originalanleitung nachbestellt aus den USA, weil es die nirgendwo anders mehr hier gab für einen vernünftigen Preis, beziehungsweise gar nicht gab. Und habe dafür, glaube ich, zwischen 120 und 150 Euro bezahlt. Das war es mir wert. Ich bin persönlich Sammler der Modular-Serie. Deswegen stelle ich auch das Set heute vor. Aber das ist tatsächlich auch ein Mehrwert, die Anleitung da zu haben, weil man nicht rummurksen muss, mit einer Anleitung, wo man die Farben nicht erkennen kann und nicht erkennen kann, welchen Stein ich jetzt wo verbauen muss. Speziell auf der Rückseite von dem Set, wie man hier sieht, sind ganz viele große Steine und man sieht selbst hier im Video wahrscheinlich nicht unbedingt so exakt, wo ein Stein aufhört und der nächste beginnt. Und das ist in dem PDF einfach auch ganz, ganz schlecht zu sehen.
So, Figuren gibt es auch. Und zwar haben wir hier einmal, das reiße ich hier alles weg, einmal eine Dame. Hier. Mit weißer Hose, bedrucktem Oberteil und einer schönen Frisur. Dann haben wir hier noch eine Dame. Sehr schlicht. Ich hoffe, es stellt scharf. Ja, also sehr schlicht. Man erkennt eigentlich nichts außer einem weißen Oberteil, einer roten Hose und einem Lego-Standardgesicht und einer Frisur mit langen Haaren. Nichts Besonderes. Und wir haben noch eine Figur. Das ist der Kollege hier. Schauen wir mal, fokussiert's? Ja, oder auch nicht? Jetzt. Das ist ein Herr, der die Straße kehrt und er hat einen Besen. Und er hat auch ein bedrucktes Oberteil. Und ein Standardgesicht und graue Haare. Auch nichts Besonderes, aber sieht nett aus und passt gut zum Set. Was mir persönlich sehr gut gefällt, eine Mülltonne mit Deckel. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Nicht jedes Set hat heute einen Deckel für eine Mülltonne. Ja, meistens sind nur die Mülltonnen dabei. Und in der Mülltonne sind auch so zwei grüne Kirschen. Genau. Und das Highlight, das Fahrrad. Ein rotes Fahrrad ist auch noch dabei. Ja. So, fokussier mal. Vielleicht müssen wir uns da was anderes überlegen. In Zukunft. Gut. Also. Ups. Fangen wir mal an mit dem Aufbau. Das Bauen geht relativ leicht von der Hand. Es gibt ein paar Sachen, die nerven unglaublich. Am Anfang gibt es ein paar Bauschritte, die haben etliche Teile. Vor allem hier unten. Ich nehme es mal auseinander im unteren Bereich. Sieht man hier vorne, ja, so sieht man es, diese kleinen Fliesen in dem Bereich, wo die Tische und Stühle sind. Das ist ein bisschen Fleißarbeit und ein bisschen blöd. Man sieht vielleicht hier ein bisschen noch den Schriftzug, warum man das macht. Da steht nämlich Café. Und das ist vermutlich auch die einzige Existenzberechtigung für diese kleinen Fliesen. Genau, also das ist ein bisschen nervig, das zu bauen. Aber es ist nicht schwierig, das kann auch jeder bauen. Wenn wir weitergehen, haben wir jetzt hier, weil es eben ein Eckgebäude auch ist, das sieht man ja ganz prima, haben wir hier diesen Eingangsbereich. Und in diesem Eingangsbereich, der sitzt auf einem Turntable. Dieser Eingangsbereich, der hat hier Fliesen, die sind aber nur an einer Noppe fest. Ich mache mal eine weg. So, vielleicht sieht man das da, genau. Also eine Noppe, links und rechts das gleiche. Und dadurch hält diese 1x2 Light Bluish Gray Tile natürlich nicht allzu perfekt. Die wackelt. Die wackelt immer leicht hin und her. Ist nicht so optimal, aber ich glaube, sie fliegt auch nicht weg. Von daher immerhin. So. Was können wir noch sagen über das Erdgeschoss? Also das Erdgeschoss ist leer. Das können wir vor allem sagen. In diesem Erdgeschoss ist einfach nichts drin. Und das sieht man auch von außen. Also wenn man von außen da reinguckt, sieht man tatsächlich gar nichts. Man kann hier noch eine Tür aufmachen. Das ist ein Feature. Hier die Tür. Die geht auf und zu. Aber ansonsten ist nichts drin. Es ist noch nicht mehr gefliest und hinten im hinteren Hof ist auch nichts. Man kann da die Mülltonne hinstellen, wenn man lustig ist, aber tatsächlich ist da nichts. Was schön ist, was mir gut gefällt, ist, wir haben hier eine Treppe, eine ausmodellierte Treppe aus großen 2x4er Light Bluish Gray Bricks. Das ist toll, weil es gibt ja heutzutage, jetzt reiße ich hier die Bank weg, das ist ja heutzutage nicht selbstverständlich, dass man das so kriegt.
Tatsächlich ist in dem Gebäude auch noch eine andere Treppe verbaut, da kommen wir gleich noch dazu. So, Figuren auf die Seite. Jetzt gehen wir mal weiter beim Erdgeschoss. Wir haben hier eine tolle Deko. Und zwar besteht diese Deko, gehen wir näher ran, besteht diese Deko aus Skiern. Ich habe diese Skier das erste Mal gesehen, glaube ich, in den 90er Jahren bei der Serie Ice Planet 2002. Das war eine Weltraum-Science-Fiction-Serie und da waren die meines Wissens in Trans-Orange oder in einer ähnlichen Farbe. Und die Figuren hatten die an den Füßen. So sind sie als Designelement hier, finde ich, eine super Idee. Und sie erfüllen ihren Zweck als, ja, so eine Art Bogen über der Tür. Die Tasse davor ist natürlich auch cool. So. Wir haben eine Innenwand. Hier sieht man das mit Dark Blue und Dark Bluish Gray und noch einem hellen Blau. Ich weiß gerade nicht genau, welches Blau. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen eine Abwechslung im Innenraum. Das ist aber auch so ziemlich das einzige Interessante im Innenraum. So, aber das ist auch nicht die Stärke des Sets. Die Stärke des Sets ist die Außenfassade. Und da haben wir hier ein ganz großes Highlight. Und zwar haben wir hier das Hotelschild. Ja, ich drehe es mal so hin, da sieht man es vielleicht besser. Und das ist gebaut aus Steine, komplett. Und sieht richtig schick aus, finde ich. Ich habe mich lange gefragt, wie sowas geht, wie das Design funktioniert. Ich habe es im Legoland gesehen. Wir sind ja hier in Günzburg. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich bin zwar seit Jahrzehnten Lego-Fan, aber ich war erst letztes Jahr das erste Mal hier in Günzburg im Legoland. Und da ist es dann wieder explodiert mit neuen Ideen und Lego-Fan sein und Modelle bauen wollen. Und da ist mir das auch aufgefallen, diese Bautechnik, bei an den Häusern dort im Legoland in der Mini-Welt haben wir ganz viele Schilder mit Schriftzügen, die so gebaut sind. Ich habe erst gedacht, ist das mit Legosteinen gebaut? Ja, ist es. Und es ist eine richtig coole Bautechnik. So, was haben wir noch? Wir haben hier vorne eine Straßenlaterne. Und zwar haben wir die Straßenlaterne wieder in einer teuren Teilversion. Ich halte es mal in die Kamera. Das liegt daran, dass der Sockel der Laterne. Wird das scharf? Naja, der Sockel der Laterne hat 6 Einkerbungen anstatt wie bei den neueren Modulars 4. Das macht's teuer und selten. So, ja, wo wir gerade bei seltenen Teilen sind, die Eingangstür, die schwarze hier, die ist auch richtig schön teuer und selten, genauso wie die graue Seiteneingangstür hier, die ist auch selten und teuer, selten und teuer, ich kann es nur betonen, und die blauen Seitenverstrebungen sind jetzt auch nicht die allergewöhnlichsten und günstigsten. So, gehen wir mal weiter. Wir haben hier eine Markise, die lässt sich auch bewegen. Zumindest in einem gewissen Rahmen lässt die sich bewegen. Und die macht optisch einiges eher, finde ich. Also die sieht gut aus. Man kann das auch je nach Gusto verstellen. Irgendwann gibt es einen kleinen Spalt. Aber sieht auf jeden Fall sehr gut aus und trägt dazu bei, dass hier die richtige Kaffeeatmosphäre entsteht. Spannend ist auch noch hier die Konstruktion von dem Bogen über dem Seiteneingang. Da werden die Teile von unten reingeklickt und von einem Schlauch in Position gehalten. So. Schade ein bisschen finde ich, dass diese Bank, die wir hier vorne sehen, keine Noppen hat. Das heißt, die Figuren, die man da drauf setzt, können wir mal machen. Setzen wir mal eine Figur drauf. So, die Figur, die sitzt da, aber fällt auch ganz schnell wieder runter. Also von daher nicht so ideal gelöst. Könnte man auch einfach ein bisschen ändern, wenn man ein paar Teile da hat, dass man da ein paar Noppen zusätzlich mit einem 1x6er Reddish Brown
Plate reinmacht. So, hier vorne unsere kleine gelbe Kaffeetasse. Ganz toll. Was ich persönlich nicht so toll finde, was so ist, was man mögen kann, nicht muss, ist das Gelb von den Tischen. Also das Set hat ja nun wirklich keine schwachsinnigen Farben verbaut. Man kann die Teile alle toll weiterverwenden. Aber dieses Gelb finde ich nicht, dass das sein muss. Ich finde es ein bisschen grell. Also da hätte man vielleicht etwas weniger Grelles verwenden können. Wir finden es wieder in dem Gelb der Markisen. Von daher ist es jetzt nicht so der Exot. Auch die gelbe Tasse haben wir hier. Aber eigentlich könnten wir auch drauf verzichten, finde ich. So. Also, so viel zu dem Untergeschoss. Habe ich was vergessen? Irgendwas Interessantes? Nee. Also, ja, ich hatte vorhin gesagt, die beiden grünen Grundplatten, auf die kommen wir noch zu sprechen. Also, wenn man das Modell hochnimmt, greift man gerne hier drunter. Und da hat man dann ordentlich Spiel. Ja. Also dadurch, dass das hier zwei Platten sind, kann es, oder es fühlt sich zumindest nicht sehr stabil an. Ich glaube, ich lege da vielleicht auch nochmal eine andere Platte dazu, zu meinem Set. Weil ich finde es tatsächlich echt nicht so optimal, dass die getrennt sind, diese Platten. Vielleicht wäre es besser, sie um 90 Grad gedreht einzubauen. Dann hat man den Spalt hier auf der Seite. Und wenn man es hochnimmt, dann nimmt man es eher hier hoch. Und auf der anderen Seite haben wir die Treppe. Gibt vielleicht ein bisschen mehr Stabilität. Also das wäre eine mögliche Lösung für das Problem, ohne ein anderes Teil mit einzubeziehen. So, wir haben hier vorne Lampen. Das ist aber auch nichts Besonderes. Ich nehme eine ab. Also kein spezielles Teil. Das sind einfach so alte Greifarme. Zwei schwarze Satellitenschüsseln, kleine. Und ein 1x1er Round Brick. Durchsichtiges Gelb. So. Den versuche ich jetzt hier wieder ranzukriegen. So, Klick hat's gemacht. Ein sehr teures Teil sehen wir hier noch. Und zwar hier vorne sehen wir einen, wo ist er? Da, einen Turntable. Den brauchen wir, weil wir ja hier ein Eckgebäude haben und wir diese Front, diesen Eingang gedreht gelagert haben. Und dieser Turntable hat eine graue Basis. Und die ist teuer, 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 teuer. Und von diesen Teilen haben wir ein paar in dem Set. Von diesen Basis Turntable Basissteinen. So. Also, sehr schön das Erdgeschoss, aber ich finde eigentlich mindestens das Erdgeschoss hätte es verdient gehabt, dass man da ein bisschen mehr Inhalt präsentiert, weil tatsächlich man durch die großen Fenster, durch die große Fensterfront, sieht man eben doch, dass hier nichts drin ist. Es ist einfach leer. Und auch wenn man sein Set nie aufmacht, ist es einfach schade, wenn man reinguckt und man sieht gar nichts. So. Okay, gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal zum ersten Stockwerk. Das ist nicht sehr vielseitig designt. Wir haben hier Fenster, die aber keine Scheiben haben. Also hier geht es durch und das ist deswegen so, weil das eben keine wirklichen Fenster sind, sondern das sind Panels. Das ist jetzt kein Stein, den man speziell bei einem Fenster erwarten würde. Und deswegen hält auch keine Scheibe. Das wurde so gelöst. Es sieht, oder es passt, sieht gut aus. Aber tatsächlich hätte man es vielleicht auch anders lösen können. Also oben die abgerundeten Fenster finde ich nett, finde ich schön. Vor allem hier diesen Fenstervorbau an der Ecke. Das ist schön gelöst, sieht richtig gut aus. Nach wie vor tolle Farben, also Farben, mit denen kann man alles mögliche andere bauen. Gerade hier dieses Reddish-Brown, hier ausmodellierte, nee, nicht ausmodellierte, hier haben wir die Treppe, genau. Hier haben wir dieses feste Treppenbauteil, was auch in aktuellen Sets verbaut ist. Aber wir haben noch ein paar 2x4er Bricks in Reddish-Brown, das ist cool, mit denen kann man viel machen. So. Genau, wir waren gerade bei den Panels. Diese Panels sind teuer, weil sie keine Side-Supports haben. Dadurch wirkt die Fensteröffnung größer. Wenn ich jetzt das nachbaue, aus aktuellen Teilen wird die Fensteröffnung kleiner. Und dadurch fällt das auf. Das heißt, es gibt vielleicht
Teile, wo die neuere Teilvariante nicht so auffällt. Hier fällt es definitiv auf, wenn man das nachbaut und die billigeren Teile nimmt. Das macht ein Rebrick wieder teuer. So, was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, genau, wieder leer. Dieses Stockwerk ist leer. Das Einzige, was da drin ist, man sieht es ein bisschen hier, ist ein Geländer. Ja. Da haben wir hier einen einzelnen Pfosten und auf der anderen Seite ein bisschen größeres Teilgeländer. Aber sonst ist da nichts drin. Also von außen sieht es gut aus, sieht es schick aus. Aber wieder von innen Fehlanzeige. Diesmal ist es nicht ganz so schlimm, weil wenn man reinguckt, sieht man das nicht ganz so gut, weil die Fensteröffnungen nicht ganz so groß sind. Aber irgendwie so ein Blümchen oder sowas würde ich da, glaube ich, irgendwie schon ergänzen, was davor oder hinter dem Fenster steht. Da kann man ja seiner Kreativität völlig freien Lauf lassen. So. Von unten sieht es so aus. Noch ein paar sinnvolle Farben. Light Bluish Gray, Dark Bluish Gray. Lassen sich immer gut verwenden für andere Sachen. Wenn man das baut, diese Basis aus den schwarzen Platten, ist es ein bisschen seltsam, was da für Plattengrößen verwendet werden. Auch hier so nur einmal breite oder eine Noppe breite Teile sieht man hier ein bisschen. Nee, doch hier. Weiß nicht, ob man das hätte vielleicht anders lösen können. Es wirkt relativ instabil, wenn man es baut, aber natürlich, wenn man es weiterbaut, ist es stabil genug, keine Frage. So, also setzen wir das mal drauf. Sieht prima aus. Passt gut. Ich drehe es mal weiter. Genau, also es ist ein Eckgebäude, daher ist hier nichts. Auch gar nichts. Hier ist auch gar nichts. Das ist nicht schlimm, weil ich davon ausgehe, dass man ein Modular-Gebäude mit anderen Gebäuden koppelt. Von daher ist das für mich in Ordnung. Und es hat den schönen Vorteil, dass die Steine, die man auf der Rückseite gesehen hat, das sind große Steine, einmal 8er, einmal 6er, mit denen kann man ganz viel bauen, ganz viele schöne Sachen bauen, andere Sachen vor allem bauen, und von daher ist das nicht weiter tragisch. So. So, ihr Figuren, ihr müsst mal ein bisschen auf die Seite gehen. Jetzt schauen wir uns mal das oberste Stockwerk an. Wir haben hier ein süßes Türmchen und man kann auch nochmal das Dach aufnehmen, aufmachen, das machen wir gleich. Und wir haben hier ein paar schnucklige Tierchen, und zwar Papageien und Frösche. Ja, drehen wir es mal so hin, dass man sieht. So, Frösche. Das ist eine nette Idee. So, also, auf jeden Fall wieder Dark Red als Dachziegelfarbe. Richtig tolle Idee. Vor allem dieses leicht versetzte Bauen verleiht dem Ganzen ein ganz tolles Profil. Bei den langen Slopes sieht richtig nach Dach aus. Und witzigerweise ja, ist dieser Bogen hier über den Fenstern, das ist eigentlich ein Kotflügel. Ja, das ist eigentlich was aus einem Auto. Das hat man hier absolut sinnvoll eingesetzt, eingebaut als Fensterbogen. So, jetzt gibt es hier diese Fenster. Das ist auch irgendwie wieder irgendein total seltenes Teil. Ich habe ehrlich gesagt nicht genau geguckt, warum das Teil so selten ist. Es ist selten, es ist teuer. Man kann es ersetzen durch ein anderes Teil, was nicht ganz so teuer ist und was nicht wirklich wesentlich anders aussieht von außen. Wie gesagt, mir war es wichtig, das Set in dem Zustand zu halten, dass alle Teile original sind. Allein deswegen, weil man es einfach dadurch leichter weiterverkaufen kann. Aber wenn man einfach nur mit dem Set spielen möchte, ist es, glaube ich, nicht wirklich wesentlich. Also, hier, Rückseite, große Steine wieder, klasse, kann man weiterverwenden. Tan, tolle Farbe. So, nehmen wir mal das Dach ab. So, ich nehme mal das Dach ab. Dann kann man wieder reingucken. Und das ist wieder gähnende Leere, wie auch in den anderen Stockwerken. So, ich sehe gerade, da hat sich ein Stein ist hängen geblieben, der gehört eigentlich, ein 1x1 Round Brick in Schwarz gehört eigentlich hier auf das andere Stockwerk. Gut, also, es ist nichts drin, es ist immer noch nichts drin, es ist einfach
leer. So, Unterseite gehabt, wie gehabt, genauso von der Struktur her wie beim letzten Stockwerk. Genau. Das Türmchen ist ganz süß. Das setzt man hier auch wieder auf einen Turntable auf. Und hinten sichert man das interessanterweise über so einen kleinen Wasserhahn. Ich finde, das sieht immer aus wie ein Wasserhahn. Und das ist wieder auch eine Teilvariante, die seltener ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Der hat nämlich hier... Stellst du das scharf? Nee, nicht wirklich. Der hat ein Loch. Und zwar vorne. Das haben die Neueren nicht. Naja. Relevant ist es nicht wirklich. Also, hier das Dach, das ist auf Drehgelenken, auf Hinges, meine ich, heißen die Teile, gelagert. Das heißt, man kann es aufklappen, man kann ein bisschen reingucken. Vielleicht kann man auch irgendwie was anderes noch drin verstecken, keine Ahnung. Aber es erfüllt seinen Zweck, es sieht gut aus. Genau. Das Geländer ist genauso gelöst oder fast genauso von der Treppe wie im Stockwerk drunter. Und wir haben hier in dem Türmchen 4 Dark Bluish Grey Papageien sitzen. Also auf jeder Seite sitzt einer drin. Finde ich persönlich cool, weil mit solchen Papageien kann man ganz viele andere Sachen auch noch machen. Genau. Dann haben wir hier das Dach. Und das Dach, das ist eine ganz, ganz einfache Konstruktion. Das sind nur 2 Lagen Plates. Und das ist auch schon ein bisschen das Problem. Das ist nicht wirklich stabil. Also, es hält, wenn man es draufsetzt und nichts damit macht, hält es gut. Aber eigentlich ist das nicht wirklich stabil. Vor allem hier an dem Punkt fehlt eigentlich noch irgendwas, was das Ganze stabilisiert. Wie gesagt, wenn man nicht damit spielt, ist es kein Problem. Ansonsten fliegt es wahrscheinlich früher oder später mal auseinander. Hier haben wir 2 Schornsteine noch. Die sind quasi identisch und sind nur gedreht aufgesetzt. Von daher erzeugt das ein bisschen die Illusion eines Unterschiedes. Genau. Also setzen wir das Ganze mal hier oben wieder drauf. Und schauen uns das Haus nochmal in seiner Gesamtheit an. Also ich finde vor allem, was ist die Stärke von diesem Haus, von diesem Modell? Die Stärke ist die Fassade, definitiv. Also wir haben hier eine Fassade, die macht sich ganz toll in jeder Lego-Stadt. Und es sind keine verrückten Farben. Also das sind Farben, die passen eigentlich zu ganz viel dazu. Und lassen sich natürlich auch wieder... Also das Set ließe sich ausschlachten, wenn man so verrückt ist, so ein teures Set auszuschlachten für andere Sachen. Es ließe sich ausschlachten, um daraus was anderes zu bauen. Klar, keine Frage. Was ich toll finde, ist die Markise. Ich meine, ich stehe jetzt nicht unbedingt so auf weiß und gelb, aber es sieht an und für sich schon gut aus. Wie schon gesagt, die Tierfiguren finde ich persönlich toll, auch die Frösche. Damit kann man, auch wenn sie grau sind, kann man damit interessante Sachen machen. Was gibt's noch? Ah, wir haben keine Aufkleber und wir haben keine Prints. Das finde ich persönlich gut. Ich stehe nicht so auf Aufkleber, die gehen kaputt. Und Prints finde ich ganz nett, brauche ich aber auch nicht. Ja, also ich finde es immer schön, wenn man was modelliert, wenn man was aus Stein baut. Aber Prints sind schon okay, wenn es jetzt nicht so viele werden. So, die Treppe sind, zumindest ein Teil der Treppen ist ausmodelliert, das finde ich schön. Da sind 2x4er Bricks drin, die lassen sich anderweitig verwenden. Es sind auch noch ein paar andere große Bricks drin, nicht so viele, aber ich glaube, es sind ein paar 2x8er drin in Reddish Brown und in Light Bluish Gray. Die lassen sich toll verwenden für andere Sachen. So, was ist negativ? Negativ sind die sind manche kleine Instabilität, also zum Beispiel die Baseplates, zum Beispiel das Dach. Wenn man manche Sachen baut, ist das ein bisschen fummelig, ob das hält, wie das hält, ob es auseinanderfällt oder nicht. Von daher hätte man vielleicht besser lösen können. Aber ich persönlich sehe das Set jetzt nicht als ein Set, mit dem man spielt. Man kann natürlich damit spielen. Würde ich nur empfehlen, wenn man einen Rebrick hat mit nicht so teuren Teilen. Aber mit den Originalteilen würde ich persönlich empfehlen, nicht zu spielen, weil es ist eine super Wertanlage. Wer weiß, wie sich der Wert noch entwickelt.
die seltenen Teile werden nicht mehr. Das mit der Fronttreppe finde ich nicht so toll, dass das so locker ist, habe ich ja schon erwähnt. Aber insgesamt stört mich jetzt keiner dieser negativen Punkte stört mich wirklich so sehr, dass ich sagen würde, es ist in irgendeiner Weise ein schlechtes Modell. Also es ist ein sehr schönes, geschlossenes Modell, das finde ich. Ich zeige es nochmal. Ich finde das toll, ganz toll. Geschlossene Modelle sind toll. Nochmal, sie sind toll. Sie sind viel besser als die Lego-Kulissen, die wir ganz viel geliefert kriegen zum Bespielen. Ich verstehe, dass man das macht, um es besser bespielen zu können. Aber ich finde, es raubt einem ein Stück weit die Illusion, dass man hier ein Gebäude hat. Ja, man kriegt einfach oft nur eine Fassade. Das ist ein Gebäude, ein richtiges Gebäude. So, was ist die Zielgruppe? Gegebenenfalls kann man damit spielen, wie schon gesagt, aber eigentlich ist die Zielgruppe Sammler. Ältere Kinder, die das bauen, weil sie es schön finden, weil sie damit spielen wollen. Man kann ja auch als Erwachsener spielen mit so einem Set. Da leidet es vermutlich nicht ganz so sehr. Ich persönlich habe immer Schwierigkeiten damit, wenn ich irgendwelche Steine finde, die irgendwelche Zahnspuren haben. Das ist dann meistens ganz eindeutig, wenn irgendwer keine, passt auf, Brick Separator hat. Die sind ganz wichtig. Ich kann nur wiederholen, Brick Separator verwenden. Damit kriegt man alles auseinander. Wenn man weiß, wie man sie verwenden muss, ansonsten nimmt er zwei davon, damit kriegt er dann wirklich alles auseinander. Genau, Teile mit Bissspuren mag ich überhaupt nicht, schmeiße ich raus, schmeiße ich weg, will ich nicht mehr verbauen, will ich niemandem aufdrücken, wenn ich Steine weiterverkaufe. Und genau, Bissspuren sind ein No-Go und natürlich weiße Stressstellen, wenn man sieht, dass der Stein in irgendeiner Form Belastung bekommen hat, die für ihn zu viel war. Genau, so. Ja, also insgesamt ein tolles Set. Es ist nur einfach inzwischen zu teuer geworden. Aber es ist ein Set, was ich finde, was in keiner Stadt, keiner Lego-Stadt, in keiner Modular-Sammlung fehlen sollte. Ansonsten muss man halt einfach sparen. Was ein bisschen schade ist, ist einfach, dass es leer ist. Es wirkt so ein bisschen wie nicht zu Ende designt. Man hätte an vielen Ecken noch, denke ich, für wenig Geld Dinge ergänzen können. Vor allem im Erdgeschoss, aber meine Güte. Vielleicht verdeckt die Markise auch ein bisschen den Blick auf das Innenleben, sonst müssen wir sie halt hier noch ein bisschen runter machen, so als homöopathische Lösung. So, stellen wir es mal hier hin. Dann fällt es vielleicht nicht so auf. Also, ich habe mir überlegt, wie würde ich das Set bewerten? Ich habe mir ein paar Kategorien überlegt. Also zunächst mal so die Idee hinter dem Set, die Originalität, würde ich sagen, aber wenn ich so mal eine Bewertungsskala von 1 bis 5 Punkten oder Bricks verwenden würde, würde ich dem Set hier 4 Bricks geben. Also ich finde die Idee toll, ich finde sie auch gut umgesetzt. Also 4 von 5 Punkten. Wenn es um den Bauspaß geht und die Bautechnik, würde ich ein bisschen tiefer stapeln, würde ich sagen, sind es vielleicht nur 3 von 5. Dann gibt es noch die Möglichkeit, über die Stabilität zu reden. Es ist stabil, an manchen Punkten nicht so stabil, wie ich es gerne hätte. Da würde ich auch 3 bis vielleicht 4 geben, aber gehen wir mal 3. Und die Optik ist natürlich das absolute Highlight. Wir haben hier ein Set, das kriegt auf jeden Fall 4 Punkte. Ich glaube, dass es steigerungsfähig ist, weil zum Beispiel mag ich diese Noppen hier vorne auch nicht. Wir haben hier einige freie Noppen. Ich bin ein absoluter Nicht-Fan von freien Noppen. Ich finde, freie Noppen gehören verwendet in irgendeiner Form. Auch am Dach haben wir ganz viele freie Noppen. Das ist für mich immer verschenkte Kreativität. Also freie Noppen, deswegen bei der Optik, Ästhetik 4 Punkte. Preis, Verfügbarkeit, das Ding ist nicht wirklich verfügbar. Und der Preis ist astronomisch, von daher einen von 5. Ich will mal nicht 0 geben, aber also man kriegt es schon, aber man muss halt echt viel dafür zahlen. Von daher wäre so mein Gesamtfazit, mein Gesamturteil zu diesem Set wären so 4 von 5 Bricks. Und ich kann es nur weiterempfehlen. Es ist schnell gebaut. Wie lange habe ich gebaut? Ich habe relativ zügig gebaut. Ich habe mich gut vorbereitet. Habe so ein bisschen mehr wie 3 Stunden gebraucht alleine. Das ist eine realistische Zeit, wenn man schon ein bisschen Lego gebaut hat und nicht zu viel suchen muss. Das Suchen verbraucht ja da am meisten Zeit. Wenn es irgendwen interessiert, kann ich gerne nochmal ein Video dazu machen, wie man effektiver sein Bauen gestaltet, wie man gut bauen kann, wie man vor allem schnell bauen kann. Ich persönlich habe Spaß beim Bauen, aber ich möchte auch irgendwann fertig werden und ich habe nicht beliebig Zeit. Das geht, denke ich, vielen von euch auch so. Also,
Hier seht ihr das Modell nochmal in seiner ganzen Pracht. Mir hat Spaß gemacht, darüber zu erzählen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt dazu, zu meinem Video, zu dem Modell. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare und ich werde mich bemühen, die Dinge zu beantworten.